Jo, da sind wir da bei Pokémon Mystery Dungeon. Beim letzten Mal haben wir die Nordwüste untersucht, ob da vielleicht irgendwo ein Zahnrad der Zeit rumliegt. Wir hatten leider keinen Erfolg gehabt und deswegen... Und da sind wir wieder. Im Moment arbeitet der Großzwürfens und ich an einer Lösung des Problems. Wir entwickeln unsere neue Strategie. Und bis wir entwickelt haben, möchten wir, dass ihr auf eigene Faust nach Zahnrädern der Zeit sucht. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon. Heute heißt es wieder hart arbeiten. Hurra! Wir sollen heute auf eigene Faust suchen, Jan. Wo sollen wir denn suchen? Ich frage mich. Wir können zwar suchen, aber wir haben keinen Schimmer, wo. Oh, Moment mal. Gestern, als wir da draußen waren. Ja. Flashback, ich kenne diesen Ort. Ja, das ist es. Gestern bei den Treibsandstrudeln dachten wir, wir sind in einer Sackgasse. Ja, vielleicht liegt dort doch ein Geheimnis verborgen. Stimmt, was nicht? Du wirkst schon wieder ganz abwesend. Also Hamana, Hamana. Wie bitte? Du willst nochmal zur Malsandwüste? Wir waren gestern erst da, wir haben da nichts gefunden. Hamana, Hamana? Was? Als wir in der Malsandwüste waren, da hast du dasselbe Gefühl wie am Nebelsee. Okay, schon klar, Jan. Dann, du hast recht. Gehen wir nach hinten, zurück zur Malsandwüste. Okay. Aber zuerst, schauen wir mal. Hast du irgendetwas Interessantes zum Tauschen, Glibunkel? Geld habe ich auf jeden Fall genug gefunden. Einblickfels. Das ist für Snobilikat, wie man da oben sehen kann. So, Wollband. Für Voltilam. Schützt vor Schlaf. Oh, und Stara. Kann angreifende Gegner in Konfusion. Oh! Was haben wir hier noch? Festschild, Rihon. Also das Starerband nehme ich auf jeden Fall. Wir haben dann noch... Oh, wir haben eine Menge Sachen, die wir anbieten können. Eine Elekid-Klaue, eine Elekid-Klaue, eine Imper-Klaue, eine Funpi-Klaue und eine Snowbilly-Klaue. Billy zweimal? Ja. Dann die Kugi-Karte. Jo. Dann tauschen wir das. Hui. Einen erfolgreichen Tausch eingefällt. Und das ist ein Starerband. Ich fasse nicht, das ist unglaublich wertvoll. So was Besonderes. So, was haben wir noch? Wir haben im Lager noch 7 Stück. Wir können theoretisch den Einblickfels einmal machen. Einfach mal, weil es auch selten ist. Oder ja. Nehmen wir das Wollband für unser Voltilam. Oh, 3 Sterne hat es sogar. Schickschaum, Summschaum, Formkarte, Hütkarte und Scheldhorn. Yo. So ist zumindest unsere Mary immer vor Schlaf geschützt, wenn wir das dabei haben. So, haben wir wieder 2 neue Items gemacht. Sehr schön. Können wir eigentlich irgendwelche Missionen jetzt mal annehmen? Den Fluss der Klarheit. Da müssen wir jemanden mitnehmen. Aber kommen dafür Schockwelle. Hm. Was haben wir hier? Auch Fluss der Klarheit. Na Moment, der möchte bis U5. Ein Ampharos. Und hier möchte... bis U4. Ja komm, ich denke mal diese Mission, diesen Tag, und lass mal hier... einmal das machen, das bösartige Ampharos-Versteck. Weil die Schockwelle dürfte an sich, glaube ich, sehr praktisch sogar sein. Ah ja, Jobliste ausüben natürlich. Top, top, top. Aber wir sollen gar einen Voltilam eskortieren. So, gehen wir wieder erstmal unsere ganzen Items ablegen, die wir während der Wüste gesammelt haben. Ja, ich muss sagen, die Wüste war wieder ganz in Ordnung, mal abgesehen davon, dass dieses dumme Sandern uns mit Roller, Rollout hieß es, mit Walzer, erstmal kaputt gehauen hat. Das fand ich nicht so schön. So, der Samen kann weg. Sonst, ja, der Streuorb. Sonst haben wir sogar nichts. So, und mal gucken, was in den Kisten drin ist. Also gut, das war auf jeden Fall eine gute Kombination mit Lockduft und Walzer. Ein Aleatoskop. Gut, kann gleich weg. Eins davon zu haben reicht. Kri-Kra-Kri, ein Ikoro. Was? Ikoro-Haare? Ach, wahrscheinlich für Enikoro. Ah, noch ein Aleatoskop. Gut, bringt Geld ein. Wieso nicht? Und Bamelizahn. Bamelin habe ich hier, glaube ich, auch noch nicht gesehen als Gegner. Ist auch ein ziemlich cooler Teampartner. So, Aleatoskop zweimal. Ja, das bringt wieder 700 ein. Passt.
Können wir noch irgendwas bei dir kaufen, irgendwas Schickes? Hast du zufällig Belebersamen? Nein. Willst du aber ein Grau oder ein Schwarzgummi? Na, lassen wir mal. Bei dem kann man sich ja noch oft genug Gummis kaufen. So, die Silberdorn können hier bleiben. Aber ich habe nicht mehr viel Eisendorn. Lassen wir die mal mit dabei. So, die Karte kann weg. Die Karte kann weg. Und der Rest bleibt erstmal. So, die Frage ist, wen lassen wir jetzt erstmal kurz hier für das andere Wolflamm? Ja, gut, Lager erstmal alles wieder. Jetzt mit dabei 9000. Oh yeah! Ich denke mal, wir lassen mal auch unsere Mary einfach mal kurz hier. Sonst würden wir mit zwei Voltilemmen da rumlaufen. Lemmen? Lämmern. Zwei Voltilemmer. Boah. So. Zum Fluss der Klarheit. Mal gucken, was das für ein Dungeon ist. So, lass als Activity wieder zurück, um für den Klienten Voltilam. So, Mary. Jo, du warst mal bei der Gilde. Ein Wassergebiet. Wow. War schon fast getroffen. Nein. Das erste Pokémon direkt. Ich möchte bei euch mitmachen. Stimmt, ich kann das Pokémon gar nicht einstellen. Das gehört nicht zu uns. Aha. Komm mal her. Okay, auf jeden Fall sind die Pokémon hier aber nicht gerade sehr stark. Aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Es sieht sehr schick aus. Mit dem Gras hier. Ja. Ein Wuchtorb und eine Sinelbeere. Sehr schön. Sinelbeere nehme ich immer gerne. Die sind immer noch so ein bisschen Mangelware bei uns im Lager. Moment mal. Mir ist jetzt das aufgefallen, dass da ein... Ja. Dass da ein Quapsel rumstand. Lodurzel. Na gut, lassen wir Lodurzel da rumlaufen. Hier ist nichts, nichts, nichts. Nur sind aber im Kreis gelaufen. Tja, was kannst du mir schon machen? Außer ausweichen. Na? Ausgang? Ah, hier ist noch ein Weg. Nein, das ist auch nur... Ah, ganz links. Nassmacher. Ja, komm, mach mal nass. Mach's nochmal nass. Und was? Und Lebensula? Ja. Wieso auch nicht? So, wählen wir doch mal einfach mal von Anfang. Oh! Gut, dass ich dich schon fast gesehen habe. Wären wir mal von Anfang an hier lang. Nein! Gemacht. Hat die Statik unserem Klient mal das Leben retten? Nein, ich möchte kein Felino. So, hier. Sackgasse. Hier? Hey, wir haben die Treppe gefunden. Und es regnet. Und es ändert sich bei jeder Ebene des, die Dungeon-Musik? What the fuck? Wieso? Eine Sinelbeere. Yay. Mal so eine Frage an die Zuschauer. Wisst ihr, was? Achso, bestimmt noch nicht. Wegen, ja. Wisst ihr, ob man, ja, so sag ich mal, sowas wie Sinelbeeren halt die anfangs einfacheren Items mehr in den älteren Dungeons findet? Zielebene erreicht. Du gehörst irgendwie nicht so ganz hin, ne? Vielen Dank! Jo, die beiden verlassen es mit den Dungeon. Nope, wir haben hier noch eine Mission zu erfüllen. Wir müssen noch ein, oh, Eisendorn. Wir müssen ein bösartiges Ampharos finden, das hier sein Unwesen treibt. Zwar nur zu dritt, aber wir schaffen... Ach. Lili, komm her. So, wir müssen noch ein bösartiges Ampharos finden. Und am besten Lili ganz fern davon halten.
Sie steht nicht so auf Ampharosse. Das einzige Ampharos, was sie mag, ist später unser eigenes. Die beiden werden beste Freundinnen. Aber ansonsten... Mehr nicht. Da. Ja. Ein Monsterraum. Gut, das funktioniert hier nicht. Sehr gut. Ich habe jetzt voll gehofft, ich könnte jetzt einfach mal mein Dingens hier benutzen. Aber gut, anscheinend nicht. Aber die räumen da unten gerade schon den ganzen Kleinkram, sag ich mal, weg. Na gut, das sieht noch in Ordnung aus. Ach, es regnet, deswegen ist meine Glut auch geschwächt. Ja, ich glaube, ich bleibe auch weiter bei Ränkischen Glut. Und treffe einfach mal nicht. Oh. Gut gemacht, Taral. Ja, wir gehen hier wieder rauf. Wir lassen die anderen drei da rumstehen. Wir sind ja nicht so gemeint, dass wir alles töten, was wir sehen oder so. Nee, nee, die lassen auch am Leben. So, eine Schockwelle. Sehr schön. Oh, und ein Silbergummi noch zusätzlich. Nehme ich gerne. Und 30 Sekunden Rangpunkte. So, was bekommen wir hierfür? Auch nochmal 30, ja. Yay, sie sind froh. Nam, 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 nam. Sehr gut. Ich habe zwar keinen Staub benutzen können, aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut geklappt. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen. Kann ich gleich mal gucken, ob vielleicht noch eine Mission zur Erdrutschhöhle ist. Dann können wir die auch mal demonstrieren. Und dann geht es dann doch so langsam zum Mars. Es tut mir leid. Wir ziehen die möglichen Verstecke der Zahner der Zeit in Betracht. Wir konnten uns bisher auf keinen wirklich versprechenden Standard festlegen. Es tut mir leid, aber so stehen die Dinge. Wir bitten euch auf eigene Faust nach Zahner der Zeit zu suchen. Ich bitte euch aufrichtig um zur Entschuldigung. Ja, der Pokémon gibt euer Bestes, wie immer. Ja. Haben wir nebenbei nochmal gesehen, was passiert, wenn wir so ein bisschen... Ja. Wenn wir so ein bisschen quasi Zeit vertrödeln. Na, hast du noch irgendwas Neues? Mit deiner Tauschbörse. Einblick fällt immer noch. Die Panfla-Haare. Haben wir, glaube ich, sogar. Weißschal. Wobei. Gela. Janma. Unterseide für Papinella. Was macht das? Also wird Schaden durch Gesteinattacken. Nicht schlecht. Also es gibt auch so einige Items, die sind wirklich verdammt krass. Dass sie zum Beispiel jetzt Schaden von bestimmten Typen einfach absorbieren, der halt wirklich die Schwäche wäre. Die Erdrutschhöhle. Schreckliche Raupi. Okay, die machen wir. Wir stellen uns im schrecklichen Raupi. Sonst ist da nichts. So, kann ich auch die Erdrutschhöhle mal demonstrieren. Wir nehmen auf jeden Fall wieder unsere Mary mit. Nebenbei hier eins, was ich während des Trainings gefangen habe. Ein Teamopsch namens Teddy. So, aber Mary möchte erstmal wieder ins Team. Gut. Von Items her. Kann wirklich genauso gut so weitergehen. Und ich habe keiner Staub mehr. Das ist schade. Der ist also direkt auch verschwendet worden, als ich versucht habe, ihn zu benutzen. Naja. Kann man nichts machen. So, auf zur Erdrutschhöhle. Hätten wir auch den dritten neuen Dungeon, den man sich quasi erkauft, gesehen. Oh, Mary hat Geld aufgehoben, was irgendwo da rumlag. Oh, ein Ampharos. Was nicht viel aushält. Na, was haben wir denn sonst noch hier? Glaube ich. Was war da hinten? Oh, ein Kaumalat. Cool.
Na, das wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Ahnung. Noch ein Kaumalat. Okay, und ich sehe schon, die sind nicht gerade stark, wenn ich keinen Schaden nehme. Nee. Ich bin mit unserem Team gerade ganz zufrieden. Kudox. Okay. Ich merke schon, das ist auch wieder so ein etwas schwächeres Gebiet. Was haben wir da? Boah, boah. Boah. Und wieder die... Ach Gott. Nein. Nein. Stirb. Gut, dass es nicht einer ist, dass man einen Werteboost bekommen hat. Verdammte Omods. Jan scheint gefährlich zu sein. Okay. Ich scheine also gefährlich zu sein. Wow. Viel Erfahrung. Stirb, Omod. Bevor du auch noch irgendetwas machen kannst. Yay. Und Lily Level 23. Sie holt langsam. Oh, oh. Mary auch direkt mal Level 22. Ja, ich finde, wir haben ein schönes Team. Das möchte ich nicht auswechseln. Ich glaube, dabei bleibe ich jetzt auch erstmal. Oscar? Nein. Mal gucken, ob der hier unten irgendwo ist. Hier? Ja. Ich merke gerade, wir haben Millie verloren. Wie schnell mir das aufgefallen ist, ne? So, ich glaube, bis Ebene 8 war das wohl. Dieses ungeheuer böse Raupi. Oh, einer Star-Orb. Sehr schön. Dieses ungeheuer böse Raupi ist. So manche Sachen, da finde ich echt sehr schön, wie sie bezeichnet werden. Wenn da irgendwie so ein Raupi des Todes hier irgendwo rumläuft. Eine Sinelbeere. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, da sein. Hallo, Ganove Raupi. Mal gucken, wie viel du überlebst. Nicht viel. Nein. So, dann gehen wir mal wieder hier raus. Jetzt hat er mir nochmal ein Level-Up für einige gebracht. Und wir bekommen als Belohnung ein Top-Elixier. Ja. Und 30 Punkte. Damit haben wir jetzt den neuen Dungeon gezeigt. Und beim nächsten Mal können wir dann auch zur Malsandwüste wieder gehen und gucken, ja, was uns da erwartet. Anscheinend hat Jan ja wieder eine Vorahnung. Ein ähnliches Gefühl wie beim Nebelsee. Kann es sein, dass ein Zahnrad der Zeit in der Nähe ist? Und woher weiß Jan so etwas nur? Tja, das alles werden wir noch erfahren. Im Laufe des Spiels. Sonst wäre es ja doof, wenn wir es nicht erfahren würden. Denke ich mir mal. Weil wir könnten nochmal das Knogger-Dojo an sich auch mal besuchen. Ist eigentlich auch sehr interessant. Man darf halt eben nichts mit reinnehmen. Man muss wirklich ohne alles da rein, ohne Items. Gut, man hat die Keypartner noch. Also ohne alles ist nicht unbedingt, aber. So, gebt euer Bestes, wie immer. Wir wollen zum Malsandwüste gehen. Ich weiß. Das Gute ist, wir können also auch ja direkt zum Malsandwüste quasi gehen und stimmen uns nicht nochmal durch die ganze Nordwüste. So, was haben wir denn? Was haben wir denn hier eigentlich? Für Evoli. Oh! Oh! Wow! Staraband. Ah ja, das haben wir auch schon. Entwicklungsamulett, denke ich mal, soll das wahrscheinlich heißen. Das klingt ja geil. Das nehme ich. Drei Sachen. So, haben wir. Ein Entwicklungsamulett. Habe ich das aber jetzt richtig gelesen? Es gibt extra Erfahrungspunkte. Hier wurde spezifisches Item. Info. Bonus-Erfahrungspunkte. Das gefällt mir. Gut. Dann würde ich sagen, ich gehe eben noch schnell alles vorbereiten, verkaufen, keine Ahnung, Box aufmachen und beim nächsten Mal gehen wir in die Malsandwüste. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.